Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf unserem Kanal. Ja, heute heißt es für uns auch, die Aussaat beginnt, beziehungsweise das Vorziehen einiger Pflanzen. Und dann legen wir mal los. Ich habe hier schon ein bisschen mal was vorbereitet. Starten tue ich mal mit eine Gurke, eine Salatgurke fürs Gewächshaus. So, da habe ich, das muss ich erstmal sehen, wie viel hier drin sind. So, nochmal eingepackt. 1, 2, 3, 6, 7 Stück. Gut, dann reicht mein vorbereitetes Gefäß. So, irgendwo. Werde ich das so ein bisschen. Das ist normale Aussaaterde, die ich hier benutze. Da bin ich eigentlich immer sehr gut mitgefahren. So, mal rausholen. 1, 2. Die letzten Jahre habe ich immer Gurken gekauft, aber dieses Jahr habe ich gedacht, probiere ich das einfach mal wieder selber. So, machen wir die ganz leicht zu. So, mal sehen, wie viel von den 7 dann auch letztendlich durchkommen. So, hier ist denn jetzt keiner drin, das macht auch nichts. Da kann ich dann noch was anderes. Mal gucken, was wollte ich hier. Ja, mal sehen, wie viel Melonen haue ich hier noch eine Melone rein. So, das stelle ich jetzt hier rein. Und gieße das gleich mal ein bisschen an. Hier war jetzt nichts drin. So. Ob das ist. So. Ich denke mal, das müsste so gut sein. So, dann wollen wir mal uns gleich mit den Wassermelonen weitermachen. Da hatte ich so gedacht, auch 6 Stück, weil da kommt ja manchmal nicht alles raus. Also 2 Pflanzen möchte ich schon haben. Dann mache ich hier auch noch mal eine mit rein. So, das ist Müll. Wo haben wir sie? Hier haben wir sie. Zuckerbaby. Mal sehen. Da so. Oh, die sind nicht extra. So, zeig mal. Die eine werde ich dann mal hier gleich reinmachen, damit ich das nicht vergesse. So, dann machen wir hier jeweils einen Kern pro Gefäßchen. So, die anderen mache ich wieder zurück. Wenn die nämlich nicht auflaufen, dann werde ich das nochmal nachsehen. So, dann machen wir das wieder schön zu. Ein bisschen andrücken. Dann stellen wir das Ganze hier rein, dass mir das hier nicht. Das hatte ich so gedacht. Ja, so ist es. Gießen wir das auch gleich an. Und hier war jetzt noch die. Ach, was ist das? Das kommt mal raus. Ja, machen wir das auch noch mal ein bisschen. So. So. Das war dann schon mal das. Dann kommt der Deckel drauf. Moment. Den haben wir hier. Und dann kommt das bei mir in die Stube auf die Fensterbank. Erstmal stelle ich es jetzt hier hin, damit ich euch nicht gleich wieder weglaufe. So, dann haben wir
geht's hier weiter. Was habe ich hier gedacht? Ach, Kohlrabi. Den Kohlrabi wollte ich da aussehen. Da ist er schon. Den Superschmelz. Da wollte ich auch mal 6 Stück vorziehen. Und dann nachher eventuell nach den Eisheiligen nochmal direkt im Kübel oder im Hochbeet. Das muss ich erstmal noch sehen, wie ich mit dem Platz hinkomme. Jetzt noch was oben. So, gucken wie groß die sind. Oh, die sind ziemlich klein. Man das mal sehen kann. Die sind ganz klein. Muss ich aufpassen. Kriegt gar nicht so. Da werde ich immer so zweimal reinmachen. Mal gucken, wie ich das so hinkriege. Ich glaube, das waren eben schon 3, aber das ist jetzt egal. Die kräftigste Pflanze lasse ich dann. Oh, da ging jetzt auch was daneben. So, wieder rein mit euch. So, dann verteilen wir das hier nochmal, was daneben gegangen ist. So, die mache ich nachher noch wieder ordentlich zu. So, dann drücken wir das auch leicht an. So, ein bisschen unter. Darüber machen, das ist ein bisschen wenig. Mal, wir werden sehen. So. Jetzt, ach nee, halt, halt. Wow. Das müssen wir hier reinstellen, sonst schwimmt mir hier der ganze Tisch. So. Bisschen angießen. So. Dann geht's weiter. Achso, hier wollte ich dann noch ein. Cool. Also hier wollte ich dann noch einmal Kohlrabi reinmachen, dann machen wir das auch. Das ist schon mal. Ah, das war wieder ein bisschen viel. So, jetzt habe ich hier 3. Und der ist daneben gefallen. Komm her, du. Was habe ich denn jetzt? Ich denke. So, machen wir ihn gleich wieder zu. Also ich drücke das immer ein bisschen leicht an. So, dann wollte ich hier den Spitzkohl. Noch ein bisschen was Böses. Auch ein bisschen frei. So, der Spitzkohl, wo haben wir ihn denn? Da, ganz hinten. Das ist der Filderkraut. Steht zwar Weißkohl drauf, aber ich denke mal, das ist eine, weil aussehen tut er wie ein Spitzkohl. Jetzt wieder extra verpackt. So. Ja, die sind auch nicht viel größer. So. Da werde ich dann auch bloß so mal 3 versuchen. 2, 3. Wie gesagt, ich nehme dann nur die kräftigste Pflanze. Das war falsch. So. Lasse ich dann stehen. Und die kommt dann in den Garten. So, das muss ich hier mal wieder reinnehmen, sonst fällt. Machen wir das Ganze wieder ein bisschen zu. So, stellen es hier rein.
gießen es wieder an. So, und dann wollte ich hier, glaube ich, auch nochmal. Genau, auch nochmal Spitzkohl. Da habe ich so noch gar keine Erfahrung mit. Aber wir lassen uns überraschen. Was da so rauskommt. Jetzt habe ich das natürlich wieder zugemacht, nicht? Nee. Da war er. Dann reicht das erstmal mit Kohl. So, das machen wir jetzt schön. So, wieder ein bisschen angießen. Der Deckel drauf. Dann kommt auch auf die Fensterbank. So, was habe ich denn jetzt hier gedacht? Da müssen wir mal gucken. Das nächste. Ach, hier sollen die. Ach, jetzt, das wird filigrane Arbeit, weil wir haben uns über das Internet Erdbeeren, eine Klettererdbeere bestellt. Und die Samen sind sowas von klein. Also hier wollte ich dann auch versuchen, wirklich nur ein Samenkorn. Weil 10 Pflänzchen, wenn die wirklich alle kommen, hier, das ist das zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die sind wirklich sowas von klein. Die muss ich jetzt auch erstmal versuchen, da so filigran wie möglich rauszukriegen. Ich glaube, das ist gar nicht machbar. Na, das waren jetzt auch schon 2, aber dann machen wir eben 2 rein. Und gucken, was da kommt. Da muss ich noch. Ja. So. So, ich denke mal, das müsste jetzt so reichen. Mal gucken wir mal, was da so kommt. Was sind hier jetzt noch drin? Aber die kann man ja auch, denke ich mal, nächstes Jahr noch nehmen. Jetzt mache ich hier die Erde wieder. Wir haben uns für Klettererdbeeren entschieden, wie gesagt, weil wir so keinen Garten haben als Acker oder so, sondern wirklich nur mit Hochbeeten und Kübeln arbeiten. Und die Kletter, da haben wir dann so Kästen, die wir dann anhängen können. Und ich denke mal, dann wird das auch was. So, die werden wir mal hier gleich reinstellen, andersrum. Da habe ich mal ein bisschen geteilt, weil ich nicht weiß, da stand nicht drauf, wie lange die Keimdauer ist bei so einer Erdbeere. Dann kann ich das, falls das schon eher keimt wie jetzt eine Herde Eisbergsalat, kann ich das natürlich dann rausnehmen und nochmal separat stellen. So,